Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, beim Clan Spätzle mit Soße. Und ich finde es wunderbar, wenn ich immer sage, es gibt wieder neue Gems zu gewinnen. Also es gab ja 300 Gems zu gewinnen und ich baue ja immer ganz, ganz viele Armeen und ganz, ganz viele Truppen. Aber vielen lieben Dank, Daniel, für deinen tollen Kommentar, muss ich mal so sagen. Toto, im Großen und Ganzen mag ich dich ja, schau deine Videos und mag ich dich ja und schauen deine Videos, nur kann ich es einfach nicht ab, Leute mit mangelnden Grammatikkenntnissen unverbessert davon kommen zu lassen. Naja, mir ist das egal. Daniel, muss ich dir ehrlich sagen, bei mir ist immer noch der Loot Lot und Gems sind Gems. Bei mir, das ist mir so richtig scheißegal. Und ob das jetzt eine Truppe ist oder eine Armee, ich glaube, 99% meiner Zuschauer ist das auch egal. Wenn du das nicht magst, De-Abo, abschalten und mich nicht wieder gucken. Aber so eine Scheiße brauchst du mir auch nicht in die Kommentare schreiben, muss ich mal so sagen. Und aber dennoch, ihr habt es gerade im Anfangsstream gesehen, es gab ja heute ein Event, was nicht angekündigt war. Also ein Lunar-Year-Event oder sowas, irgend so ein chinesisches Fest. Das gab es letztes Jahr auch, da gab es diese Glücksbäumchen hier und noch irgendwas anderes. Aber es gibt ja auch ein ganz nettes Event nebenbei. Ich muss sagen, das Event langweilt mich aber dermaßen. Denn das sind eigentlich Sachen, die machen alle Clash of Clans Spieler, glaube ich, jeden Tag irgendwo. Ich meine, wer es dann nicht macht, der farmt einfach so und will nie ein Rathaus haben oder so. Aber ich muss sagen, das ist ein langweiliges Event. Oh, Rathäuserabriss, hurra, mein Gott, ein Rathaus habe ich nie gemacht. Aber ich meine, Supercell macht jetzt, finde ich, das ist nur meine Meinung, Leute, macht jetzt auch so einen billigen Town Hall Abriss Event eigentlich doch noch ein gutes Event, in dem es 500 EP gibt. Und es gibt einen Hammer, also ein Baubuch. Und ja, damit können sie es wieder so ein bisschen toppen, muss ich sagen. Works in both villages. Okay, sei mal dahingestellt. Es ist wirklich nur meine Meinung. Aber als ich heute Morgen geguckt habe, habe ich mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Und habe gedacht, na, 10 Rathäuser. Mensch, was für ein Event. Da muss ich sagen, ist das Go-Vibe-Event tausendmal interessanter, denn die Armee baust du nicht unbedingt ewig, oder das ist dann schon so eine besondere Event-Armee. Aber das Ding hier, naja, das haben wir dahingestellt, und das andere Teil, das habe ich noch gar nicht, das liegt aber daran. Oder ich glaube zumindest nicht, dass ich es habe. Nee, ich glaube, ich habe es hier nicht in dieser Base. Das liegt aber einfach daran, dass ich in dieser Base hier gar nichts mehr mache, außer meine Minen- und Sammlerlehre. Das könnt ihr hier sehen. Ich habe immer noch 3 Angriffe offen und mein letzter Angriff war vor 7 Tagen und 19 Stunden habe ich das letzte Mal in diesem Dorf angegriffen. Ich greife hier einfach nicht mehr an. Ich habe keinen Bock mehr aufs Nachtdorf und ich glaube, ich habe das irgendwann mal gesagt und jetzt ziehe ich das. Ich ziehe es vielleicht durch, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Experiment, um zu schauen, wie lange braucht man eigentlich 3 Millionen oder nee, es sind ja 4 Millionen, nur mit Sammeln hier. Mein Club Tower schmeißt ihn natürlich immer ganz, ganz brav an, dann sammelt er immer ein bisschen schneller, aber mehr auch nicht. Er sammelt auch nicht mehr, er sammelt einfach nur ein bisschen schneller und in der Zeit mag sein, dass er ein bisschen mehr sammelt. Aber so wirklich lohnt es sich, glaube ich, nicht an der Stelle. Also, und diese olle Lampe, die habe ich noch gar nicht. Ich kenne aber jemanden, der hat die heute Morgen schon gepostet. Es ist der, wo habe ich ihn denn hier? Er ist jetzt im Moment offline. Da, der Avatar. Ich glaube, der hat das Ding schon und ich glaube, aus dem seinem Dorf war nämlich das Foto. Ja, der hat dieses Teil schon. Also es gehört auch mit zu diesem Fest. Und genau so gehört auch, also es gehört auch zu diesem Fest, diese roten Bauhütten, die es im Moment gibt. Der kostet 1000 zum Abbauen und gibt 75.000 Elix, glaube ich, zurück. Im Nachtdorf allerdings, ja, im Nachtdorf. Mein Gott, und wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ja, bei dem komischen Event, beim Nachtdorf, bei der Laterne, achso, bei den komischen roten Bauhütten. Ja, da haben auch einige gefragt, oh Toto, ich habe jetzt rote Bauhütten, oh Gott, passiert nichts, ist nur dieses komische Fest, was nirgendwo angekündigt ist. Selbst im englischen Client gab es hier gar nichts und ich habe heute mal wirklich ich habe echt hier auf alle Sprachen einmal umgestellt und in keiner einzigen Sprache taucht das auf. Also Supercell geht davon aus, dass die ganze Clash of Clans Welt auch Twitter schaut, Facebook schaut, denn dort wurde das angekündigt. Auf Facebook habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe es nur sehr, sehr früh auf Twitter gesehen. Und es wurde aber jetzt die Tage sowieso schon geleakt. Also wer es eh nicht wusste, der hat natürlich heute komisch geguckt und gefragt. Aber sei es drum, wir wollen ja noch ein bisschen Clash of Clans sehen. Wir haben den letzten CK, ob wir gewonnen oder verloren haben, weiß ich noch nicht. Aber mal sehen, wie die Kämpfe so waren.
Denn der Klankrieg ist noch nicht vorbei, deswegen kann ich euch das noch nicht sagen. Also müssen wir uns erstmal mit Wiederholung zufrieden geben. Und wir haben hier den Wood-Eye-Ness. Ja. Mit einem, was ist es eigentlich? Ein Queen Charge, keine Ahnung. Irgendwas mit Queen, irgendwas mit King, mit einem kleinen Kill Squad. Und dann soll es hier wohl mit Luft in diese Base gehen. Ich gucke mal, wie er das überhaupt gemacht hat. Ich habe hier mal wieder, wie immer, sehr, sehr wenig Angriffe gesehen. Habe auch selber wieder sehr spät angegriffen. Dadurch, dass ich dann sehr, sehr spät angreife, ist das auch mehr recht als schlecht. Ich würde eher sagen, das Zweite, nämlich eher schlecht. Aber das scheint diesem Clan hier nicht zu stören, dass ich gar nicht mehr so optimal angreife. Aber es ist auch bei vielen hier ein Zeitfaktor, vor allen Dingen was dann Planung angeht, so in den letzten 1-2 Stunden ist es schon sehr, sehr schwer, hier noch einen ordentlichen Angriff durchzubringen. Ich habe zwar ein paar Dörfer gesehen, aber ich habe dann auch eine Base angegriffen, da hatte ich mich jetzt nicht vorbereitet, habe zwar 2 Sterne geholt, ja, aber das war, glaube ich, noch nicht, ich glaube, das war noch nicht das Gelbe vom Ei, aber er hat sich hier ganz gut durchgeschlagen. Drache lebt jetzt noch, das ist natürlich ein bisschen doof für den Rest der Lufttruppen hier. Hat jetzt aber noch die Queen, der Drache lebt nicht mehr ganz so dolle. 2 Lakis noch dabei, die erledigen den hier. Und jetzt geht das hier von irgendeiner Seite, denke ich mal, dann mit Luft weiter mal sehen. Hat er denn ja, einen Feger hat er ja gepackt. Also es geht hier entgegen des Fegers. Das ist natürlich super, dass so ein elendiger Feger nicht mehr so stört. Der hat nämlich bei ganz, ganz vielen Angriffen heute gestört. Also nicht nur uns, sondern auch den Gegner. Und der Gegner war aus einem deutschen Clan, die Packer Family 2.0, war bei uns zu Gast und haben uns auch ganz, ganz nett gegrüßt. Also da war wieder Fairplay 100%, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, das war auch absolut auf Augenhöhe. Das kommt noch dazu. Jetzt macht es hier wieder Bim Bim. Das muss ich eben abstellen. Ah, nee, das habt ihr nicht gehört. Ich habe das schon ausgestellt. Ah, das bimmelt hier in einer Tour. Aus welchen Kanälen auch immer. Und deswegen war das hier ein schöner Clankrieg. Also richtig schön auf Augenhöhe, auch was der Clan-Level angeht. 14 auf 15 ist nicht weit entfernt. Und auch Siege und Niederlagen, glaube ich, war ganz, ganz identisch. Auch vom Matchmaking her. Im unteren Bereich hatten die, glaube ich, ein bisschen Pech. Da haben wir halt nur Rathaus 9er, da haben wir keinen 8er mehr, keinen 7er mehr. Da hatten die, glaube ich, Low-Rathäuser einfach so mitgenommen. Machen wir ja auch. Aber mal sehen, ob wir noch was live erwischen oder ob ich euch noch eine Wiederholung zeigen muss. Okay, da muss ich euch noch eine Wiederholung zeigen. Leider, leider, leider. Also 1 auf Nummer 7 hier, der Chakuza auf den Paladin. Und mal sehen, wie er hier vorgegangen ist mit 28 Loons, 15 Lakis. Donnerwetter hat die habe ich schon lange nicht mehr in so einer Masse gesehen. Er hat ganz, ganz viel Eilzauber dabei, eine Karre und 2 Hunde. Mal sehen, wie er die Base hier gemacht hat und was letztendlich vor allen Dingen das Endergebnis ist. Denn wir sind immer noch nicht durch hier. Also es bleibt nach wie vor spannend. Hatte ich ja eben schon gesagt, alles auf Augenhöhe hier, richtig krasses Teil und hat mich auch gefreut. Ich habe sowieso in den letzten Tagen ganz, ganz viele tolle Clankriege gesehen, die muss ich alle noch aufnehmen. Nicht, dass die mir mal wieder rausrennen, aber ich glaube nicht, ich glaube, ich schaffe es. Da ist auch wieder ein bisschen was Kuriles dabei, lasst euch überraschen, was da in jedem Fall kommt. Also auch da ist ein meiner Clans, wo ich schon so ein bisschen länger bin, mal wieder sowas ganz, ganz Komisches passiert und Ich habe den Titel schon im Kopf, ich muss es nur noch umsetzen, das muss man ja manchmal machen, den Titel für diese Folge hatte ich im Kopf, langweilig, ich glaube das reichte für dieses Event, aber langweilig war uns hier im Clankrieg natürlich überhaupt nicht. Queen jetzt mal so ganz alleine in der Mitte, okay, Queen ganz alleine in der Mitte, jetzt kommen hier erstmal 2 Loons raus, die machen da hinten die Kanone und ja, das sind schon mal 50% hier nur allein mit dem KS, also mit dem Kill Squad gemacht. Also sehr, sehr gut. Und jetzt geht das, jetzt hat er hier, glaube ich, irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das waren so Frustloons. Ich schmeiße jetzt alles in eine Waagschale, um diese Base hier zu packen. Worden hier mitten in den Loons drin. Und dann fliegen die erst gar nicht mal so dolle. Das Dusselige war, gute Bases auch beim Gegner, fallen nett
Ihr seht das hier, ich glaube, hier war alles irgendwie auf Luft ums Rathaus rum. Jetzt leben hier aber noch reichlich Loons. Jetzt kommen hier schon außen so ein bisschen die Cleanup-Lakis. Ja, und dann ist es gar nicht mehr so viel. Und ihr wisst selber, da ist jetzt eigentlich nur noch das Gefährliche der Magertum gewesen. Denn der X-Bogen stand auf Boden und der Inferno-Turm hier steht auf Single. Das ist natürlich nach wie vor ein gefundenes Fressen für so viele Loons. Und selbst die können jetzt noch beim Cleanup helfen, brauchen sie aber gar nicht mehr machen. Die haben nämlich hier fürs Gros gesorgt. Und mal sehen, ob wir jetzt schon durch sind. Ich weiß es noch nicht. Oh doch, wir sind schon durch. War Result ist schon durch. 51-51. Alter Falter. Das war mal wieder nett spannend. Wir haben 40 Angriffe genutzt. Der Gegner nicht ganz so viel, aber das lag an den unteren Angriffen, die nicht gemacht wurden. Jo, nach Prozenten gewonnen. Nach Prozenten gewonnen. Also Daumen hoch für beide Clans hier, sowohl für SMS als auch für die Packer. FAM 2.0. Sauber gekämpft hier, nur nach Prozenten verloren. Ich glaube, da braucht man sich nicht schämen oder da braucht man nicht untergehen oder so. Das ist einfach nur ein bisschen Pech. Denn von den 3 Sternen hier sind es 11 gewesen, 2 Sterne 9, kein 0 Sterner, kein 1 Sterner. Also das war absolut top hier und freut mich natürlich vor allen Dingen für den Bonus. Und mit dem Bonus habe ich gedacht, ja, ich muss nur noch MV Mauer machen. Ihr seht das hier, Goldmine noch 10 Stunden, Elixier Sammler auch noch 3 Tage. Und jetzt gucke ich mal, ob ich auch was für den Daniel habe. Ja, ich habe auch was für den Daniel. Ich gucke mal, mit welcher Truppenarmee ich hier jetzt auf Reise gehe. Mal sehen, was ich so finde. Ich wollte gerade sagen, der Lot ist aber unterirdisch schlecht hier. Den nehmen wir jetzt aber mal mit 510.000. Das ist jetzt nicht so super viel. Da habe ich schon so ein bisschen was anderes erlebt. Was ist das hier für ein Rathaus? Das ist ein Rathaus 5. Okay, jetzt muss ich mal gerade sehen, was ich am Start habe. Ah, ich habe sowas am Start. Okay, dann muss ich das ein wenig anders organisieren, glaube ich, oder managen. Also gehen wir hier mit einem Queen Walk los, denn ich will nicht unbedingt in die Base rein. Hat einfach den Hintergrund, dass ich es auch nicht muss. Also jetzt mit der Queen muss ich nicht. Aber an der Stelle habe ich auf jeden Fall noch, ich habe noch eine nette Anekdote natürlich für euch. Ihr wisst mittlerweile ja, was sowas ist. Und also die Grammatikfehler, Daniel, die hatte ich früher schon. Aber ich kann dir sagen, das hat die Mädels im Bett nicht gestört. Ja, das hat überhaupt nicht gestört an der Stelle und deswegen glaube ich, ist das absolut in Ordnung. Also, passt so und ich nehme hier jetzt mal meine restlichen Truppen, glaube ich, mit rein. Ich denke mal, die Miner können wir hier einfach im Heck mal reinschicken. So, die können wir hier im Heck mal reinschicken. Die haben wir hier auch ruhig durch, die beiden Loons da, die können ruhig kaputt gehen. Oh, die gehen noch nicht mal kaputt. Das ist natürlich krass. Ist keine inaktive Base hier. Also die so ein bisschen Aktivität ist hier. Der Kollege hat halt nur noch keine Liga. Und deswegen ist er hier noch nicht so. Oh, wir haben Erfolg. Endlich haben wir scheiß Erfolg mal geschafft. Alter Falter, da habe ich jetzt auch echt lange drauf gewartet. Der hat nichts in der Clanburg, oder doch? Der hat 2 Drachen in der Clanburg, geil. Der hat tatsächlich 2 Drachen in der Clanburg. Ach ja, das ist ja mal niedlich. Und meine Queen ist da irgendwo da hinten. Und ich bin hier, okay. Also den ganzen Loot schaffen wir nicht, aber wir haben das Rathaus geschafft. Ich habe die Queen auch vergessen. Ist mir jetzt auch egal. Oh, die Miner sind immer noch gut unterwegs. Und die Drachen kümmern sich um die Heiler. Die kümmern sich jetzt sicherlich erstmal um den Miner. Und no, die sind noch ganz gut dabei. Die Drachen sind einfach viel zu lahm, ne? Die Drachen sind viel zu lahm. Mal sehen, ob wir nicht jetzt noch den Restloot hier reinholen. Die müssen jetzt nur reingehen, aber Adler und Drachen, glaube ich, na, die Kombi ist jetzt nicht mehr ganz so prall für die Miner. Da sind sie noch am Lager, am Goldlager. Das passt schon. Das passt, glaube ich. Wir haben das Rathaus ja bekommen in einem langweiligen Event hier. Und sehr, sehr schick. Jawohl. Das passt zu 87% mit dem Bonus jetzt in Champion 3. Da bin ich wieder ein bisschen runtergerutscht. Ist das auch super und ich glaube, wir haben einen Erfolg. Ich guck mal, welche es war. Toto, da hast du wieder Gems gekauft. Scheiße, nee. 1000 Gems hier für den Erfolg Firefighter. Also endlich habe ich es gepackt. Ich weiß, das ist ganz, ganz spät. Viele haben das ja schon als Rathaus 9 geschafft oder als Rathaus 8 sogar, keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt erst geschafft. 5000 EP, 1000 Gems.
Die holen wir uns super, super gerne ab. Vielen lieben Dank. Dem Spiel hier also haben wir wieder 1000 Gems mehr auf dem Konto. Und ich glaube, so wie ich das sehe, wenn ich jetzt das Ding hier noch leer mache, aber nicht mit dem Zeug, sondern mit dem Zeug, dann ist mindestens eine Mauer drin. Nein, es sind sogar zwei Mauern drin. Also auch das ist richtig krass. Ich kann hier jetzt wirklich alles in meine Mauern stecken. Das ist auch ein Moment, wo ich wirklich lange drauf gewartet habe. In 54 Minuten ist mein Labor auch durch mit dem Bad Spell. Danach mache ich den Fledermaus-Spell hier erstmal, den Skeleton-Spell, entschuldigt bitte, erstmal fertig, damit ich mein Dunkles so ein bisschen loswerde. Denn das ist schon wieder pickepacke voll. Auch wenn ich jetzt, glaube ich, nachtrainiere, passt das so. Wenn es euch gefallen hat, auch dir, Daniel, mit den vielen Grammatikfehlern, du kannst sie alle behalten, häng sie dir alle auf, lass mir trotzdem Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, bis dahin. Euer Toto. Clasht. Ironie off.